Tür öffnen. Hallo Welt. Okay, wo müssen wir lang? Hallo Garrus. Ach so, nee, wir sehen ja alle gleich aus hier. So. Wen haben wir denn hier? Ach, immer noch. Sitzt da rum und macht nichts, jawohl. Es regnet nicht, nein, es schüttet. Wirklich so schlimm? Es wird immer angespannter. Die vielen Flüchtlinge und die ganzen Gerüchte über den Krieg. Alle beobachten sich gegenseitig. Wir kommen den Meldungen über verdächtiges Verhalten gar nicht hinterher. Ja. Es wird sicher noch schlimmer, bevor es besser wird. Falls es jemals besser wird. Sitzt da rum und jammert und tut nichts. Jawohl. Das ist gut. So. Oh, wer bist du denn? Commander Shepard. John Dimbau. Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianzteams auf eine batarianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batarianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batarianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batarianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batarianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler, Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Ich habe es jetzt mit einer galaktischen Bedrohung zu tun. Ist Ihnen das die Zeit wert? Absolut. Die Hanar sind eine wichtige Finanzmacht. Außerdem schirmt ihr Sektor den salarianischen Raum ab, der sonst angreifbar wäre. Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Okay. Tagebuch aktualisiert Citadel, Hanar Diplomat. Okay, was haben wir hier? Immer noch den Typi hier. Na? Shepard. Ach so, du hast nichts Neues. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Qualitätskonversation hier gerade. Was haben wir hier? Ach genau, das war Schießraum, glaube ich. Hier haben wir auch nichts mehr. Okay. Wie ist denn hier Logbuch? So, der salarianische Spectre Jodumbau vermutet, dass ein Mitglied der diplomatischen Belegschaft der Hanar indoktriniert ist. Finden Sie Beweise gegen die Hanar in den Präsidiumsbotschaften. Grissom Akademie untersuchen. Die Grissom Akademie muss evakuiert werden, bevor die Reapers sie zerstören, aber das Schiff, das sie übernehmen sollten, sendet ein gefälschtes Signal. Untersuchen Sie die Grissom Akademie und retten Sie die Studenten, falls erforderlich. Okay. Das heißt, wir haben ein paar neue Missionen hier. Warum sind wir da eigentlich zur Citadel gegangen? Ach, für die eine Mission da. Oder für die beiden. Ich weiß gar nicht, ob die eine schon vorher da war. Kein Plan. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Und zwar hier. Ja, ja. Lass dir Zeit, ne? So, Udala. Gehen wir zurück in unser Schiff. Oder gibt's ja auch was Neues? Shepard, da sind wir. Was? Wer redet mit mir? Du? Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf der Citadel. Kenne ich Sie? Ich bin Avina, eine interaktive virtuelle. Kennen wir doch schon, oder nicht? Sie sind eine VI? Ja, ich biete an bestimmten interessanten Orten der Citadel Ratschläge und Hinweise an. Dies ist Andockbucht D24.
beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. In Ordnung, danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, ja, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Wer hat denn hier gerade mal vorhin meinen Namen gerufen? Hä? Shepard, da sind Sie ja. Oh, dich kenne ich doch. Commander Shepard, es ist viel zu lange her. Wir leben in interessanten Zeiten. Ein bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es kein Militärprozess ist. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Mir geht's gut. Wir werden irgendwie Chancengleichheit herstellen. Wir müssen. Jeder hat eine Schwäche. Sogar die Reaper. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden, wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Worum geht's? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört. Und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Mein Vater hat nie aufgehört, sie zu suchen. Selbst als ich für Cerberus gearbeitet habe. Ich habe alles getan, um sie zu verstecken. Aber ich wusste, er findet sie irgendwie. Mein Vater ist besessen. Gefährlich. Oriana soll nicht so leiden wie ich. Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden Sie. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Die liebe Miranda. Ach ja, Codex aktualisiert Miranda Lawson. So, was wollten wir machen eigentlich zum Schiff, ne? Normandy. Okidoki. Normandy. Commander, Sie sollten vielleicht mal bei Shuttle-Pilot Cortez unten in der Waffenkammer vorbeischauen. Was? Commander? Commander? Ja. So, haben wir hier jetzt was? Citadel, vermutlich von den längst ausgestorbenen. Ach so, haben wir doch schon längst. Massenportal. Warte, ist hier irgendwie scanmäßig irgendwie was? Nö. Okay, Massenportalsprung. So, was war das hier? Citadel. Treffen mit Diplomaten. Waren wir doch schon längst. Was ist das hier? Die Studenten retten. Genau, das ist die Mission, die wir machen mussten. Deswegen fliegen wir das System mal an. So, scannen. Ist nichts, okay. Die Studenten retten. Grissom Akademie. Anflug Umlaufbahn. So, Grissom Akademie. Die erklärte Aufgabe der 2176 gegründeten John Grissom Akademie besteht darin, eine Studentenschaft zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen in und Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und die freien Künste auszeichnen. Alle Studenten sind Menschen und zwischen 13 und 25 Jahren alt. Die Einrichtung bietet auch Unterricht für biotisch Begabte an, was allerdings nicht groß beworben wird. Das Ascension-Projekt der Schule will diese Studenten ausbilden und sie danach in die normale Gesellschaft integrieren. Die passiven Sensoren der Normandie registrieren mehr als ein Dutzend Wärmequellen in der Nähe der Anlage. Jede davon mit der Größe und Intensität des Antriebskerns eines Jägers. Population 8620, Länge der Station 1,1 Kilometer, Bruttogewicht bla bla bla. Landen.
Auf zur nächsten Mission, meine Lieben. So, wir nehmen jetzt mit Edi auf jeden Fall nicht. Garrus will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das lassen wir. Und wir nehmen den James, oder? Ja, James, der ist cool. James und Garrus, was will man mehr? No bitches. So, oder waren wir hatten noch irgendwas fürs Sturmgewehr irgendwann bekommen, oder nicht? Modifizieren, so pass auf. Ach, das ist schon längst hier, oder was? Ziel von Ohr. Genau. Okay. So. Das passt schon so. Und hier hatten wir auch nichts Neues. Okay, aber wir könnten noch hier bei denen was machen. Und zwar beim James ist das doch gerade, oder nicht? So. Und was hat der da? Ach, können wir nicht. Garrus. Hatten wir schon, ne? Genau. So. Oh, wir haben 2 Punkte. Hey. Halt, bei denen können wir doch auch noch was machen. Okay, erweitern. Kaufen nicht möglich, warum nicht? Warum nicht? Rang erwerben. Okay, was haben wir noch? Panzerbrechende Munition. Rang erwerben. So, der auch 0. Und den James noch. Splittergranate, das mag er doch ganz bestimmt. Rang erwerben. Blutbad mag er bestimmt auch. Rang erwerben. So, was ist bei uns noch hier? Verbrennung. Verbrennen Sie Ihre Gegner und deren Panzerung. Mach ich. Rang erwerben. Und eins noch. Haftgranate. Rang erwerben. So. Bestätigen. Und dann geht es weiter. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens 1 Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß. Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo. Der Joker macht das. Wow. Dem gefällt das. Oh oh, wir müssen ein bisschen aufpassen, Joker. Okay, den Joker können wir anscheinend vertrauen hier. Er macht das ganz gut. Wir fliegen hier mit unserem kleinen Mini-Kackschiff rum. Shuttle in Position halten, wir kommen zurück. Yeah, die Elite-Einheit. Garrus, James und Shepard. So, was haben wir denn hier Hübsches? Granatenkraft ist jetzt für den... Ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Verfügbar. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Wow. Ist aber keine nette Begrüßung hier. Na komm her. So. Und weiter geht's, Jungs. Scheint alles clear. Was ist das denn hier?
Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. So. Der Commander regelt das jetzt. Auf geht's. Ich öffne die Tür für Sie. Jo, mach. Führt in die Orionhalle. Danke, ne? Oh oh. Ach du Scheiße. Diese verdammten Bastarde. Kommt mit, Jungs. Wir müssen die Welt retten.